Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Ja, es wird zwar genudelt, aber wer keinen Pasta-Maker hat, ist auch egal. Da blende ich jetzt ein, wo es mit den Hackbällchen Toskana losgeht. Und das ist, das kennt man ja so als Maggi-Tüte oder Knorr oder irgendwas. Auf jeden Fall so ein, oh, das ist ja so ein Fertigprodukt. Und ich habe das jetzt gesehen bei Ikos Blog und dann habe ich gedacht, ach, das musst du doch mal ausprobieren, da ich doch jetzt so ein großer Liebhaber dieses veganen Hacks wurde. Also seitdem ich finde, dass man das gut essen kann. Anfangs war ich ja von diesen Produkten nicht so begeistert. Ich esse das auch nicht jede Woche sowas, aber mal kann man das mal einsetzen. Ja, und ich mache mir heute Fusilli-Nudeln und das ist auch, wie gesagt, ganz einfach. Und wer keine Nudeln selbst machen will, der nimmt halt einfach gekaufte, gar kein Problem. Also ich nehme heute hier 400 Gramm Semola. Dann ein Ei. Das hat 52 Gramm, aber das ist ja immer unterschiedlich. Und das fülle ich jetzt auf 155 Gramm. Und das Wasser war so lauwarm aus dem Hahn. Ich habe es jetzt nicht erhitzt, wegen des Eis auch, damit das nicht hier Rührei wird. Ja, aber gut verrührt. Deckel drauf. Und das 15-Minuten-Programm startet. Und die Mischung jetzt einfach hinzu. Also 3 Minuten und dann wirft er aus. Und ich habe hier meine Fusilli-Matrize, die habe ich bei der Nu gekauft, wo ich ja meine Matrizen immer kaufe und womit ich total zufrieden bin, ohne dafür Werbung zu machen. Aber für jeden, der halt eine größere Auswahl möchte an Matrizen als das, was jetzt Philips anbietet, ja, ich schreibe euch unten wieder die Gruppe rein, wo man diese Matrizen kaufen kann. Das ist eine Facebook-Gruppe und ja, da kann man sehen in dem Album, was es alles für tolle Matrizen gibt. Und ich habe hier direkt schon meinen Spatel. Der hat so eine schöne scharfe Kante und damit geht es halt einfach super. Geht aber auch mit dem Messer. Und nun geht es los, aber wie immer am Anfang, die ersten schmeiße ich wieder rein. Aber da muss ich erstmal die Matrize und der Teig erstmal ein bisschen erwärmen. Aber man sieht, das passt genau. Also die drehen auch schön, aber ich warte einen Augenblick. Das kommt natürlich dann gleich wieder rein. Und jetzt. Wie schön sie sich drehen, das ist doch, ja, das macht mir immer so viel Spaß. Und die sind schon so gut, die kann ich auch schon gleich hier auf den Teller. Also das war jetzt wirklich gerade mal die ersten 20 Sekunden, wo die noch nicht so schön sind. Und das lasse ich jetzt durchlaufen. Ich denke mal, in 10 Minuten ist die Sache hier erledigt. Und dann geht es an die Hackbällchen Toskana, in meiner Variante natürlich. Vegetarisch. Meine Nudeln sind jetzt also fertig. Die sind wunderschön geworden. Die letzten, die sind halt so, ja, die werden dann ja immer so hell und die haben sich dann auch nicht mehr gut gedreht. Aber das war jetzt wirklich das letzte Abschneiden dann nochmal, ja, dass die nicht so schön sind. Die anderen sind alle tippitoppi Fusilli geworden, also genau wie sie sein sollen. Aber die kann ich nochmal zur Seite stellen, weil jetzt mache ich ja erstmal die Soße. Und die brauchen nur 2 Minuten. Also wenn das Wasser kocht, 2 Minuten kochen. Und da jetzt aber die Hackbällchen Toskana, die werden ja eine halbe Stunde, kommen die im Backofen. Und da hat es dann ja noch lang genug Zeit, dass ich die dann koche. Ich wandle hier aber nur so bei den Gewürzen ein bisschen ab. Und zwar nehme ich 2 Knoblauchzehen und eine Zwiebel. Und das wird für 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. Und das muss ich noch sagen, also der erste Schritt wäre, dass man das Gehackte vermischt, also dass man das erstmal zubereitet. Da ich hier mein veganes Hack nehme, ich mache mir das einfach nur zu Kugeln. Ich habe auch nur, hier sind drin 275 Gramm, eigentlich im Rezept steht 500, aber mir reicht eine Packung. Ansonsten mache ich alles gleich von der Menge, nur bei dem Gehackten. Also so habe ich einfach ein bisschen mehr Soße, weniger Gehacktes. Da ist halt angegeben, wie man das in dem Thermomix vermixen soll. Und das mache ich nicht.
Und es kommt hinzu 20 Gramm Olivenöl. Und die Zwiebeln und der Knoblauch, die werden jetzt für 3 Minuten auf 120 Grad und auf Stufe 1 werden jetzt die Zwiebeln schon mal angedünstet und brennen mir schön im Auge. Die sind also schön angedünstet und jetzt kommen 500 Milliliter passierte Tomate hinzu. Ich sagte 500 Milliliter, nein, 500 Gramm sollen da rein. Dann 30 Gramm Tomatenmark, also das wird richtig schön tomatig. Dann 120 Gramm Sahne, dann 1 bis 2 Teelöffel Salz. Also ich mache einen mit einem ganz großen Haufen drauf. Salz. Dann 1 Teelöffel Brühe und mit dem Gewürz wandle ich ab. Es soll eigentlich Kräuter der Provence, aber ich bin ja so hier in meinem Pulbiber-Trip und deswegen kommt bei mir 1 Teelöffel Pulbiber und keine Kräuter der Provence. Und 1 Teelöffel Zucker und 5 Gramm Speisestärke. Das ist wirklich nicht viel. Und das wird nämlich jetzt für 3 Minuten auf 100 Grad und Stufe 3 wird das jetzt schön eingekocht zur Soße. Und während die Soße einkocht, mache ich jetzt hier mein veganes Hack, was natürlich nicht mehr vegan ist, weil ich ein Ei reingebe. Aber ich finde einfach, dass es eine schönere Bindung dann hat, also dass es dann besser zu formen ist. Und ja, wer es natürlich vegan möchte, nimmt das nicht. Ich vermenge mir das kurz und forme mir jetzt kleine Bällchen, aber die jetzt halt wirklich besser zusammenpappen. Ansonsten ist das so, dass es so ein bisschen zerfällt. Ne? Aber das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Ich will sie nur halt so ziemlich gleichmäßig groß haben. Und die Soße ist nämlich hier schon, ja, jetzt geht sie schon in die Abkühlphase. Wer tierisches Hackfleisch essen möchte, der macht es natürlich dann wie im Originalrezept angegeben. Ja, und wer vegan ist, der macht natürlich kein Ei da dran, aber ich finde es einfach schön, dass es jetzt eine bessere Bindung hat. Aber jeder wie er möchte. Und ich gebe mir jetzt einfach die Soße über die Hackbällchen. Und wie gesagt, bei mir ist es natürlich im Verhältnis zu den Hackbällchen mehr Soße. Aber das war für mich genauso wie, also ich habe lieber mehr Soße. Ich brauche nicht so viel von diesen Hackbällchen. Naja, aber vegan kriegen wir das Rezept sowieso nicht, weil, ja, es kommt jetzt Mozzarella drauf. Ich lege jetzt erstmal über jedes Bällchen hier. Ich habe das jetzt nicht nachgezählt. Gucken wir mal. Eine Scheibe Mozzarella ist zu viel, aber gut. Die schneide ich einfach und gebe sie so noch dazu. Also den Backofen, den heize ich jetzt vor auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Auf mittlerer Schiene wird das jetzt gebacken, auch wenn ich die Steinform genommen habe. Das ist nicht so schlimm. Also in der normalen Auflaufform sowieso 180 Grad, aber ich glaube, das wird auf alle Fälle auch reichen. Und nach 20 Minuten werde ich mir hier das Wasser aufsetzen und die Nudeln dazu kochen und dann ist das auch gleichzeitig fertig. Also eine halbe Stunde gebacken jetzt bei 180 Grad Ober-Unterhitze. Es ist soweit, das Wasser kocht sprudelnd. Und hier sind noch 4 Minuten auf der Uhr, wobei das bräunt auch schon oben der Mozzarella richtig gut an. Also eine halbe Stunde wird genau richtig sein. Ja, und hier kommen jetzt die Fusilli rein. Natürlich fliegen genauso viel raus wie rein. Und immer wieder ein bisschen durchrühren. Und jetzt ungefähr 2 Minuten, dann sind die nämlich auch schon gar. Und da kann ich sagen, 2 Minuten hat vollkommen gereicht und ich kann die abgießen. Also das ging wirklich alles super schnell. Ja, und jetzt erstmal probiere ich die Nudeln mit der Soße. Mmh.
das schmeckt gut. Also, das ist schon alleine, das würde mir reichen. Ich hätte gar nicht unbedingt die Hackbällchen haben müssen. Aber wollte es jetzt natürlich komplett probieren. Also, das ist auch gut ein Bällchen geblieben. Das ist also nicht zerfallen. Gut, auch vielleicht ein bisschen durch die Bindung mit dem Ei. Ja, gucken, das ist noch sehr heiß. Aber das ist auch so super lecker. Gut, ich hätte vielleicht doch ein bisschen Würze noch an diese Hackbällchen auch geben können. Ich dachte, die würden vielleicht von der Soße mehr noch mit annehmen. Also sie sind, man muss sie schon mit der Soße essen, sonst sind sie vielleicht ein bisschen laff. Aber im Originalrezept ist dieses Gehacktes ja auch gewürzt. Ja, also, aber alleine die Nudeln mit der Soße, das ist schon ein Träumchen. Ja, und das ist, aber da muss ich auch sagen, dass mir da diese eine Packung Gehacktes jetzt auch wirklich reicht. Sonst wäre, das wäre mir zu viel sonst gewesen, selbst wenn es vegan oder vegetarisch ist. Aber mit dem Mozzarella auch total gut. Ja, also, für mich hat es sich auf alle Fälle wieder gelohnt, auch die Nudeln selbst zu machen. Es hat mir auch total Spaß gemacht heute wieder. Aber natürlich muss man sich nicht die Arbeit machen und man kann gekaufte nehmen. Aber ich mache mir gerne die Arbeit. Ja, ich werde das jetzt hier schön verschmausen. Ich würde schon sagen, für 4 Leute kann das gut reichen. Ja, doch, für 4 Personen, das sag ich, die verfressen ist. Ja, also viel Spaß beim Nachmachen. Egal ob vegetarisch, vegan oder mit Fleisch. Ja, jeder wie er möchte, jeder wie er meint. Hier geht's fleischfrei weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!